Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Marvel Future Fight. Ich bin Marv und wie immer schauen wir am Anfang in unseren Posteingang. Schauen wir, was wir da jetzt Feines haben. L-Gamer, 20 Marken. Ich weiß nicht, warum diese Marken dabei sind. Vermutlich, weil ihr meine Leute quasi mit ins Team nehmt. Vermute ich einfach mal. Oh Mann, hier gibt es wieder so ein paar ERF-Chips. Das ist sehr gut. 10.000 Kröten. Das ist nicht schlecht, aber nicht besonders viel. Okay, sonst noch was? Ne, das war das Falsche. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir gleich mal loslegen mit der nächsten Mission. Level 4. Verworrene Verschwörung. Blade, alias Eric Brooks, ist bei den Verbrechern. Er muss aus einer anderen Dimension stammen. Mit Sicherheit. Oh, Schnicklas ist schon Level 23. Das geht ab. Al ist Level 17. Und Wolfie ist Level 14. Ja, wen nehmen wir dann jetzt mit? Das sind Level 15 Charaktere. Also wir machen ja mehrere Missionen. Aber vielleicht spare ich mir einfach mal den Schnicklas für später auf. So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt die Mission hier schaffen. Ich habe eine hochenergetische Reaktion entdeckt. Ein Angriff von AIM? Nein, da ist jemand bei dieser Gruppe von Verbrechern. Kannst du sehen, wer das ist? Sieht nach Eric Brooks aus. Eric Brooks? Das ist doch Blade! Scheint so, als habe er was Großes vor. Ja, ich wette, das ist ein Eric Brooks aus einer anderen Dimension, den AIM hierher gebracht hat. Ja, in anderen Dimensionen gibt es Fälle, bei denen er gemeinsame Sache mit Vampiren gemacht hat. Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren, wir müssen mehr herausbekommen. Und schon legen wir los. So. Der ist Level 14. Die beiden wir nochmal bei Iron Man. So, rechtzeitig ausweichen. Oh, man sieht richtig, wie viel Schaden der macht. Das ist ja Wahnsinn. Versuchen wir das nochmal mit dem Halbleiter. Der haut aber auch ordentlich. Vor allem mit den anderen Verbesserungen, die ich ihm spendiert habe. Die ganzen Chips, die er bekommen hat, das ist gar nicht schlimm. Der haut rein. Was ist denn jetzt hier? Hier von dem Jungs. Das wollen wir jetzt ja hier nicht haben. Also die ich treffen wollte, habe ich nicht getroffen. Voll reingelaufen. Das war jetzt natürlich blöd. Aber wir haben so viele Lebenspunkte. Das ist kein Problem. Er hat fast so viel wie Captain America und er ist 4 Stufen weiter oben. Das ist schon einfach. Zack, gibt's die Ohrfeige. Seine Raketen kannst du behalten. Den nehmen wir auch noch mit. Verteidigungsbonus hier. Und da ist er. Blade. Sehr cool. Das wissen ja die meisten gar nicht, dass Blade auch zum Marvel-Universum gehört. Ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. So, Kollege, du machst das hier mit fertig. Wolfen ist dran. Gerade rechtzeitig noch gewechselt auf Captain, weil sonst wäre Luke auch aus den Sachen gekippt. Das
wäre jetzt nicht gut gewesen. Dann wäre es ein Stern weniger gewesen. Das wäre blöd. So, wir haben noch ein paar EAF-Chips. Die möchte ich jetzt erstmal einsetzen, um den Hulkbuster noch ein bisschen zu boosten. Dass der dann auch gleich das nächste Level mitbekommt. So, mal gucken. Da. Okay. Immerhin auf Level 16. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Kann ich jetzt hier noch irgendwie... Der ist jetzt Level 16. Ausrüstungsmäßig kann ich jetzt hier nur noch ein bisschen die Verteidigung hochsetzen. Das Angriffstempo. Habe ich noch ISO 8? Nö, gar nicht. Nicht einen! So, machen wir die beiden nochmal hier oben ein bisschen. Den so langsam hinterherziehen. Von War Machine haben wir schon vier von den Dingern. Ich müsste eigentlich mal diese War Machine Mission machen, dann könnte ich den wahrscheinlich auch irgendwie rekrutieren. Venom muss man 20 Mal das machen. Ich glaube, das ist das Level, das man einfach so oft machen muss, damit man am Ende die Dinger bekommt. Ich werde das mal ausprobieren bis zur nächsten Folge, dass ich dann weiter weiß, wie es dann irgendwie richtig ist oder was da eigentlich abgeht. Okay, Terrorplan. Die Sinistren 6 haben Pläne für einen groß angelegten Angriff zusammen mit den Verbrechern, die mit ihren durch ISO 8 verbesserten Waffen noch stärker sind. Wir müssen diese Leute aufhalten, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Ja, diesmal ist L-Gamer dabei. Iron Man gegen Iron Man. Weil in der nächsten Stufe brauchen wir auf jeden Fall unseren Venom, der dann damit reinhaut. Was haben wir hier eigentlich? Ach, wir haben hier noch eine Dimensionstruhe. Gar nicht dran gedacht. Ah ja, Iron Man. Iron Man. Biometrik. Das ist nicht so sinnvoll. Aufladungen. Energie aufladen. Ja, ich habe so viel Energie, die kann ich alles gar nicht ausgeben. Okay, los geht's. Captain, großes Problem. Überall in der Stadt gibt es Spuren von ISO 8. An wie vielen Stellen? Definitiv an 3 Stellen. Ein synchroner Terroranschlag? Dafür sollte es einen Grund geben. Wenn wir die Lage nicht unter Kontrolle bringen, bevor sie eskalieren, kriegen wir sicher raus, was genau die vorhaben. Also ohne nicht. Was habe ich das mit nicht vorgelesen? Das stand da gar nicht. Was ist los? Warum tut er sowas? So. Zack, zack, hier. Also Nahkämpfer haben gegen den Hulkbuster nicht so wirklich die Chance. Bei Fernkämpfern sieht das schon ein bisschen anders aus. Die können ihn so, schon so ein bisschen zulassen. Einmal, weil ich halt nicht gleich an ihn dran bin. Fähigkeiten auch noch ein bisschen steuern kann, also in welche Richtung die dann gehen, obwohl die schon ausgeführt wurden. Ich kann mich entscheiden, ob ich da oben das Ding mit kaputt mache oder hier unten oder wo auch immer. Also ich glaube, das ist sehr viel besser als beim letzten Mal. Mag das daran liegen, dass ich den Hulkbuster jetzt schon wieder aufgewertet habe? Sehen wir gleich. Vorne gibt es vielleicht den Kampf. Von diesem Level. Das gibt's doch nicht. Hau ab jetzt hier. So. Dieser Anzug kommt mir bekannt vor. Ein weiterer Diebstahl Ultrons? Negativ. Ich bin du, Genie, Milliardär und Playboy. Aber kein Philanthrop mehr. Der Umstand, dass du hier bist, deutet darauf hin, dass eines davon nicht mehr stimmt. Du bist genauso wie ich. Selbst hier bin ich noch geistreich. Zieh Leine, du bist nicht ich. Ich bin ich.
Was für unglaublich tiefgründige Dialoge. Weißt du das denn wirklich nicht oder tust du nur so? Wir unterscheiden uns nur in einem winzigen Detail. Wenn nur Pepper nicht hätte sterben lassen. Hallo? Ich? Vielleicht wäre ich dann wie du gewesen. Bist du so blöde oder stellst du dich nur blöd? Oder hat dir Peppers Tod den Verstand geraubt? Genau darum bist du ja hier. In diesem einen Punkt unterscheiden sich unsere Dimensionen. Weißt du, ich habe auf meine Pepper aufgepasst. Ja, glaub ruhig, was du willst. Auch das sieht mir ähnlich. Die kommen, macht euch bereit. Iron Man. Hulkbuster gegen Iron Man. Oh, der Boss, der hat einen Schaden. Leute, man sieht richtig, es wird immer schwerer. Gerade die Bossgegner, die Zwischengegner sind alles kein Problem, aber wenn es dann zum Bossgegner kommt, dann musst du jetzt schon wirklich wechseln, damit das irgendwie noch funktioniert hier. Machen wir gleich die nächste? Ja, komm, gleich die nächste Mission hinten ran. Oh, es geht gegen Spider-Man. Oh, den hätte ich ja gern, ne? Das wäre ja richtig cool. Mann. Aber jetzt ist es natürlich passend, ne? Jetzt kommt Schnicklas mit rein mit seinem Venom gegen Spider-Man. Sehr cool. Nette Nachbarn. Der Terror geht weiter. Offenbar hatten die von Anfang an mehrere Anschläge geplant. Geht zur nächsten Position, um weiteren Schaden abzuwenden. Der Angriff hat begonnen. Wie erwartet, planen die einen synchronen Terrorangriff. Verdammt, wir haben zu lange gebraucht. Überhaupt nicht. Die sind nur einfach schneller als geplatzt. Als geplant. Die sind schneller als geplatzt? Mann, beeilen wir uns. Jocasta, halte nach verdächtigen Umständen in der Nähe von Dr. Simmons Ausschau. Jawohl, Captain. Mann. Ein Spiel zu spielen mit Sprachstörungen ist gar nicht so einfach. Also, ne? Wenn man sich so komisch anstellt, wie ich jetzt. Hier, gib mir Blue Orb. Hulk eigentlich auch gibt. Wirklich auch was. Dann brauche ich nicht nur den Hulk Buster, sondern auch den Hulk selber. Boah, Schnick, das ist sogar schon im roten Level mit dem. Das geht ab. Schluss mit lustig, Freund der Sonne. Ach nee, wir sind bei Spider-Man. Das ist der unfreundliche Spider-Man von nebenan. Ja, sehr erfreut. Bedauere, aber den Kram da nehme ich lieber an mich. Was ist? Heiliger Strohsack, New York ist auf dieser Seite unglaublich. Jede Menge Sachen, die man klauen kann. Spider-Man, nicht?
Irgendwo in dir ist doch der Mann, der du mal warst. Der Mann, der mein Partner war. Er weiß, dass das hier falsch ist. Halt mir keine Vorträge, Opa. Ich hatte mal einen Onkel, der so drauf war. Wenn er mir nicht gerade einen gescheuert hat, weil ich nicht seinem Ideal von Macht und Verantwortung entsprach, das Einzigste, was für mich zählt, ist Geld und ich werde mich dumm und dämlich klauen. Vergiss es, Cap, treten wir diese Wanze platt und gehen wieder zurück. Ah. Nicht platt treten. Spider-Man. Los geht's. Ah, jetzt hier mit dem Hulkbuster, das macht er natürlich sehr viel Schaden. So, jetzt rennen Level 23. Zack. Muss ich nicht mal wechseln. So, komm her. Feierabend, Spider-Man. Schade, dass der so schwach ist. Also, das war der leichteste von allen dreien, die wir jetzt bekommen haben. Na gut. Ich habe wieder ein paar ERF-Chips, die kann ich dann gleich wieder einsetzen. Um den Hulkbuster ein bisschen zu trainieren. So. Okay, liebe Leute, damit war es aber auch schon wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Marvel Future Fight mit Marv. Bis dahin, Servus.